Jo Leute, heute Pokalfinale der Eintracht, alle sind im Eintracht-Fieber, siehst du ja hier. Wir fliegen jetzt nach Berlin, mal gucken. Ich denke, 1, 2, 3 Leute werden wir dort treffen. Lasst euch einfach überraschen, auf geht's. Robert, kommst du vom Feiern? Kommst du vom Feiern? Die Party ist gerade angefangen. Tschüss, Musi. Ciao, ciao. Tschüss, Mausi. Heute ohne gecancelten Flug, oder was? Ich hoffe, bis jetzt steht doch alles. Was erwartest du dir heute vor Pokalfinale? Den Pokal holen, was sonst? Wir hatten ja letztes Mal das Thema mit Ausweis und so, ne? Verarscht mich. Ich schwöre bei Gott, ich habe kein Perso dabei. Ja, gut, dann musst du melden, dass, keine Ahnung, Perso gestohlen. Hier, hab ich schon mein Perso hier. Was hast du gesagt? Man braucht kein Perso in der EU. Nein, Mann, ich habe dir noch nie nach Perso gefragt, wenn man einsteigt. Ich bin ja nach Wien geflogen. Nicht ein Schwanz hat nach meinem Ausweis geguckt. Nicht mal beim Check-in. Ja? Guck mal, wie ich das time. 14.15 Uhr Boarding, 14.05 Uhr durch das Ding. Kann man nicht lernen, ne? Kann man nicht lernen. Normal. Entweder richtig oder gar nicht. So ist es. Heute mit kurzer Hose in der VIP-Loge, oder? Normal. Ich mach, was ich will. Normalerweise Jeans, aber. Jeans. Diese ganzen wo da rumlaufen, die werden wir heute erstmal penetrieren. Was ist jetzt los? Ich will immer noch. Kacke. Christian, wie ist das Warten für dich am Flughafen? Ja, gut, dauert ja nicht so lange. Hoffentlich. Normal wäre jetzt Boarding, ne? 15 Minuten später, scheiße. Hat jemand doch noch Hunger bekommen, ne? Ja, und du es. Auf die Hinter. 6,5 Stunden später. Ganz geschafft, Christian. Naja, noch nicht. Hier kann auch alles passieren. Und keiner hat nach dem Ausweis gefragt. Warum aber? Warum? Du weißt doch immer alles, Olli. Warum? Ich weiß es nicht. Ich nehme immer meinen Ausweis mit. Vielleicht sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben. Ja, warum? Genau. Ich kann auch noch das jetzt hier. Alles gut. Warte. Zeig mal, was du da spielst. Ich spiel gar nichts. Immer im Flugzeug. Weil du nicht so Bock auf was Süßes oder was? Nee. Ich schicke immer wieder Flanke. Heute trinke ich lieber ein Bier. Heute ist Stimmung da, ey. Aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja, Pokalfinale. Der Pilot hat Gas gegeben. Wir haben halt 50 Minuten. Jetzt sind wir nur noch 20 Minuten zu spät insgesamt. Es geht doch. Okay. Wir gehen Taxi, fahren zum Hotel, machen uns kurz frisch und dann direkt ins Stadion. Das wird Dreck. Mit dem Bus noch fahren. Das ist ja mal ein bisschen das letzte Mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Wahrscheinlich beim Jesus-Video, oder? Ja. Erstmal aussteigen lassen. So. Angekommen in Berlin. Jetzt geht's ab. Vollgas. Das ist der Aufzug, oder was? Das ist der Aufzug. Ich biss in die Hose, Alter. In die Hose. Das Bier treibt. What's up? What's up? Ja, nochmal bei dir? Jawohl. Komm, schnelle Roomtour, ich sehe nicht groß. Bett. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht. Wieso? Weil wir jetzt direkt zum Pokalspiel fahren. Und wer weiß, was da noch abgeht. Ich mach keine Nahaufnahmen mehr jetzt. Na, viertes Bier ist schwierig. Das ist aber isotonisch. Für die Sportler unter uns, oder? Ja. Olli macht nachher so ein bisschen Aufnahmen von Stadion, so, weil das wird schon radikal heute. Ne? Ja, heute werden Aufnahmen auf Stadion gemacht, ja? 100%. Du wirst schon ordentlich betankt, ne? Ich trinke nur diesen Tönnisch und Alkoholfrei. Kannst du 2 Skinny Bitch zum mitnehmen und 1 Bier zum mitnehmen? Ich hab das Gefühl, heute wird gut, Christian. Guck mal, wenn Frankfurt unterwegs ist, ist immer gut. Wir haben zwar nicht lange Zeit, aber wir gehen, glaube ich, heute direkt zum Flieger. Geiler Tag gestern. Heute noch ein bisschen ausruhen. Deswegen ganz wichtig, Erdnitz-Snack nach so einem Kater. Enthält alle essentiellen Vitamine und Mineralstoffe. Also genau wichtig für uns. 7 Kapseln am Tag. Mit dem Code Eckerlin maximalen Rabatt. Viel Spaß bei Weiterschauen. Auf geht's. Wann ist unser Flug nach Hause? 6.45 Uhr.
Also heißt 6.45 Uhr, 5.45 Uhr Flughafen sein, passt direkt. Metzger! Metzger! Hey Metzger! Das ist der geile Flecki! Scheiße, Christian! Das ist 1-2 zu aus! Das ist ja deine Meinung, RB Leipzig? Scheiß was, Verlierer. Drauf, Verlierer. Verlierer. Was Dosen. Red Bull Dosen. Wir gewinnen heute. Noch eine Stunde bis zum Spiel. Wie ist die Aufregung? Langsam geht's hoch. 1 bis 10? 25. Alles gut, aber dich? Aufregung 55 Grad. Wo ist mein Messer, Mann? Brust essen, ne? Kannst du mir denn angucken, was für ein Sportverein hat der? Den kennt Red Bull, hat der kein Mensch. Wie sehr schiebst du deinen Hass 1 bis 10? Jetzt darf keiner quer kommen. Sonst? Nach außen, komm. Pressekonferenz. Wo hier, oder? Ja, Christian, woran hat es heute gelegen? Woran hat es gelegen? Frag zu mal, woran es gelegen hat. Ehrgeiz, Einstellung, scheiße. Aber erste Halbzeit war gut, zweite Halbzeit war Katastrophe. Aber egal. Würdest du sagen, es hat sich trotzdem gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Finale, muss erst mal einer kommen. So, zurück im Hotel. Scheiße. Scheiße gelaufen. Aber jetzt mal ein süßes Fußball. Ja, aber Stimmung war gut, Spaß. Ja, geil. Auf jeden Fall auch. Schade. Was geht heute Abend noch? Nix. Nicht mehr viel. Ich würde sagen, wir nehmen die Leute noch ein bisschen mit. Wir nehmen nur ein bisschen Hops. Auf geht's. Christian, da lang Stimmung aus der Tour. Was los? Wegen Eintracht. Was soll ich jetzt feiern? Verloren. Aber mal gucken. Guten Morgen, Christian. Ausgeschlafen. Lange haben wir nicht geschlafen.
Was sagst du, wie viel Uhr ist es gerade? Okay. Servus. Morgen. Servus. 5 Uhr. Wie tot bist du von 1 bis 10? 7. Aber das letzte Mal? So mit einer 7 von 10? Nach meinem Kampf im Oktober. Wir sind immer noch nächsten Tag direkt nach Ibiza gefahren. War genau das Ende. So, ich fliege jetzt nach Hause. Du hast noch ein paar Stunden hier. 10.45 Uhr fliegst du. Wir haben jetzt ganz genau 7.30 Uhr. Ich fliege jetzt nach Hause. Du bleibst hier. Bis zum nächsten Video. Auf geht's.